27. Januar 2002 im österreichischen Zell. David Schneiderbauer und Christian Schlosser verlassen weit nach Mitternacht den örtlichen Feuerwehrball. Ja, dann fahren wir sowieso zu Sandy. Ja, stimmt. Dann wollten wir nach Hause fahren. Der David hat zu mir gesagt, fahren wir zu ihm. Ich habe mich geweigert, weil wir am nächsten Tag sowieso Freunde besuchen wollten. Dann sind wir halt losgefahren, zu mir nach Hause. Wann wir mal zusammen? Boah, ich weiß nicht. Schläft immer so lang. So gehen Sie dir die Vorschläge. Ja, wäre eine gute Idee. Wir könnten dann mit der Sandy zu Männern nicht fahren. Ja, Christian hat natürlich zu einem Zeitpunkt ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen kürzer. Okay. Ja, ich habe nie was dabei gedacht, wenn ich mit ihm mitgefahren bin. Er ist immer ganz normal Auto gefahren. Nicht hektisch. Also Mann. War eine gute Party heute. Doch plötzlich gerät der Wagen in Schlupfloch. Christian Schlosser versucht, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen. Doch es gelingt ihm nicht. Der Wagen durchbricht einen Sicherheitszaun und stürzt in eine Jaffegrube. David Schneiderbauer kann sich aus dem sinkenden PKW retten. Verzweifelt ruft er nach seinem Freund. Doch von Christian Schlosser fehlt jede Spur. Und mit seinen Kräften auch schon ziemlich am Ende. Er konnte sich also nicht mehr selber befreien. Zwar hat Christian seinen Gesichtsausdruck, als ich ihn versucht habe, ihn aufs Auto zu ziehen. So flehend, hilf mir. Das ist ein Bild, das ich nie vergessen werde. Komm, hilf mir! Schaff mir alles! Halt dich fest! Ich habe dann den restlichen Zahnrad weggerissen, meinen Händen, und habe eine Stange nach unten gebogen und habe dem Christian gesagt, er soll sich an dieser Stange festhalten, weil das Auto bald untergehen wird. Christian ist dann in seinen letzten Kräften zu der Stange rübergeschwommen, hat sich dann an dieser Stange noch festhalten können. Und ich habe ihm gesagt, ich laufe jetzt rein und hole Hilfe. Halt dich fest! Ich hole Hilfe! Und fühlt sich immer. Ist da jemand? Hallo! Hallo, ist da jemand? Im Anfang ist man irgendwo misstrauisch. Man hört das so viel in den Medien, sondern dass man da so viel passiert. Ich habe mir dann irgendwie schon ein murmeliges Gefühl gehabt, was da eigentlich los ist. Und der sagt dann in die Jauchegrube gefahren und man denkt, das gibt's ja gar nicht, dass da jemand reinfahren kann. Raus mit der Grube! Als ich zurückkam und zu der Stange, wo Christian hängen sollte, und wenn ich mir da gehängt ist, ich habe eigentlich gedacht, er ist tot. Dann haben wir ihn im Seil an den Jauchegrubenrand gezogen, hab zu seinen Kollegen gesagt, er soll ihn festhalten und pulle ihn sofort eine weiter. Wir schaffen das! Wir gibt das Zeit? Das habe ich da gehabt. Halt dich fest! Halt durch! Halt mal vorne ein bisschen. Gesagt, jetzt stirbt er uns. Er hat keine Erregung, nichts mehr gezeigt. David hat mir das Handy gegeben, habe sofort den Notarzt angerufen und wie wir es dann gesehen haben, dass der Nachbarn der Sohn ist. Da waren wir dann schon gescheit schockiert. Das war ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas erlebt und sowas nicht gemacht. Und jetzt da muss man dann erste Hilfe leisten und weiß gar nicht, was man machen soll. Ich mach's schon rein. Ich mach's schon rein. Ja,
Da kam dann Hoffnung auf, als wir ihn dann im Haus drinnen waren, wir ihn in Decken gewickelt hatten und versucht hatten, ihn ein bisschen zu wärmen, aber sie haben unterkühlt, er war doch ziemlich lange da drinnen. Es war sehr kalt in dieser Nacht. David und das Ehepaar Etzel müssen nur wenige Minuten warten, bis der Rettungsdienst des ÖRK Schärding und der Notarzt eintreffen. Dr. Wolfgang Ulbricht beginnt sofort mit einer klinischen Untersuchung. Was ist da passiert? Der Christian war sicherlich stark unterkühlt. Der hat eine blau-blasse Haut gezeigt. Als erstes war bei ihm die Sicherung der Kreislaufsituation vordringlich und da haben wir ihm sofort eine Flüssigkeitsinfusion verabreicht. Ich hatte beim Christian Schlosser schon die Befürchtung, dass er sich eine Verletzung der Atemwege zugezogen hatte. Verletzung der Atemwege einerseits durch Einatmung von giftigen Dämpfen oder durch direkte Inhalation von Jauche. Wir haben dann sofort entschieden, dass der Christian umgehend in eine stationäre Behandlung gegeben werden musste. Den David haben wir dann einfach mit dem normalen Rettungstransport ebenfalls zur Kontrolluntersuchung ins Spital gebracht. Wenn Sie dann die Rettungsdecke waren, dann lassen wir den ganzen Film nochmal Revue passieren und haben gebannt, hoffentlich übersteht er diesen Unfall. Anfänglich war er von der Atmung her stabil, aber nach etwa eineinhalb Stunden entwickelte er eine zunehmende Atemnot, musste auf der Intensivstation aufgenommen werden. Christian hat in der Jauchegrube wohl größere Mengen an Jauche verschluckt und es dürften auch kleinere Mengen in seine Atemwege gelangt sein, die dann in der Folge zu dieser massiven Entzündungsreaktion geführt haben. Es wurde eine bronchoskopische Lavage durchgeführt, das heißt, die Atemwege wurden gespült. Christian erhielt von Anfang an hochdosierte Antibiotika. Die Entzündung nahm deutlich ab. Christian konnte am nächsten Tag problemlos extubiert werden. Es wurde in der Folge noch intensiv Atemtherapie mit ihm gemacht. Und am nächsten Tag konnte er in gutem Zustand auf die Normalstation transferiert werden. Jetzt wirklich stabilisiert. Ja, gute Hoffnung. Von David war sicher auch ein schlimmes Ereignis. Durch den Unfall hat sich unsere Freundschaft sicherlich verbessert. Eng und zusammengeschweißt. Also ich kann mich an nichts mehr erinnern und durch die Erzählungen mache ich mir schon Gedanken, weil er von einem Augenblick zum anderen ganz vorbei sein. Ich möchte mich mal bei David, bei Fritz und Adolfine und bei dem jetzigen Krankenhaus bedanken, dass sie mir das Leben gerettet haben.